Hallo und willkommen bei einer neuen Folge Büchsenmacher Simulator. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, ich habe in der letzten Folge noch eine E-Mail bekommen für so einen Eilauftrag, nenne ich es mal. Für eine Schrotflinte. Die werden wir jetzt mal machen. Geld kriege ich dafür keins. Warum auch immer. Aber wir sind ja so Freunde und machen's. Drei Teile? Was? Was denn das für Schrotflinte? Okay. Ernsthaft jetzt? Wo ist jetzt halt der Korn hier da? Das war's schon. Okay. Kronenmaulkorb. Anscheinend habe ich dann nur das Ding da oben drauf gemacht. Wow. Diese könnte schwierig zu erledigen sein. Ja, die war auf jeden Fall sehr schwierig. Das war ja Lachnummer, das Ding. Da nehmen wir doch mal das, die Grand Ziel Fernrohr. M1 Grand, die sieht auch gut aus. Nochmal kurz schauen. Reparieren, neu konfigurieren und anpassen. Okay. Das sieht auch ein wenig schwierig aus. So, was will er denn haben hier? Das Zielfernrohr will er drauf haben. 20 Teile, ja, immerhin. Weil das eben, das war ja. Ja, das war ja wohl nix. Diese Abstandshalter da, da ist noch einer. So. Benötigte Teile entfernen. Gut. Oder unnötige, benötigte nicht. Schauen, ein Teil nur fertigen. Geht ja auch schnell. Dann gehen anscheinend mit der Maschine nicht.
Oh, das Riesending hier. Spannend, ob ich das auch wieder bearbeiten muss, das Holz. Welches Teil habe ich denn jetzt drin, weil er sich doppelt kauft dann? Seitlicher Vorwärtshalter. Aber erstmal das Zielfernrohr. Wieso kann man das da nicht suchen? Das hier oder das andere? Einfach Zielfernrohr. Da gibt es ja zweierlei hier. Denken wir das. Ja, war das Richtige. So, jetzt holen wir das Teil noch kurz. Ja, machen wir es gleich. Glaube ich eh nur das eine, ja genau. Jetzt kann ich die restlichen Teile mal kaufen. M1, alt, falsch. Grand. Seitliche Montagebuchse. Einmal. Weiten. Schiene. Hintere Montage. Schienenschraube. Schienenschraube einmal. Gut. Wollte alles sein. Also anscheinend muss ich es nicht bearbeiten, das Holz. Jetzt wäre es ein wenig Quatsch, das jetzt einzuholen. Und zusammenschrauben.
Da ist noch so ein kleines Teil. Und das hier noch. Okay. Aber noch kein Zielfernrohr. Aha. Ah, jetzt kann ich das nutzen. In der letzten Folge habe ich noch gefragt, wann das geht. Okay, und jetzt? Ach so. Wow, das war's schon. Hätte ich jetzt mehr erwartet. Wo ist denn der Schaft? Ziehen Sie am Griff, um den Abzug zu betätigen. Achso. Geladen. Gut, jetzt will ich aber auch damit schießen mal. Wenn ich schon so ein fettes Sniper habe, und das ist ja wohl wirklich fett. Hat mir kaum was. Scharfschütze, probieren wir aus. Wo ist denn da das Ziel? Gar keins. Achso, wollte auch lesen, ne? Drücke R. So, Genauigkeit. Zeit, Punkte 10, 5, 8. Ob das jetzt gut war oder schlecht, keine Ahnung. Na gut. Da sieht man es. Ah. Na gut, sie scheint zu funktionieren. So, und verschicken das Teil. Das gab ja nicht wirklich viele Punkte. Teilebudget. Waren auch keine 3 Sterne. Na gut, das war's wieder mit einer Folge hier vom Büchsenmacher Simulator. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge. Tschüss.